Wir hatten uns von Anfang an getäuscht. Und erst jetzt, im zweiten Jahrzehnt des Krieges, beginnen wir zu verstehen, welche Fehler wir gemacht hatten. Wir lebten in Harmonie mit den Feien. In einer Welt voller neuer Magie. Vielleicht hätten wir vorhersehen müssen, was diese Flut mit sich bringen würde. Welche Macht erwachen könnte. Gewaltig genug, um sogar die ewigen, unveränderlichen Feien zu verderben. Doch Gatflu, der neue König des Hofs des Winters, überraschte uns alle. Er war anders als seinesgleichen. Einzigartig unter den Feien. Aggressiv, ehrgeizig, visionär. Er besaß Macht, wie wir sie nie zuvor gesehen hatten. Schrecklich und todbringend. Gatflu und seine Anhänger, die Tuatha De Jon, glaubten, im Osten unter Gatflus Kristallfestung Amethyn würde ein neuer Gott geboren werden. Und im Namen dieses Gottes zogen sie gegen die jungen Völker Amalurs in den Krieg. Gegen eine sterbliche Armee hätten wir, ungeachtet der Macht ihres Gottes, siegreich sein können. Doch die Feien sind Geschöpfe der Magie, nicht gebunden an die Gesetze von Leben und Tod. Jeder gefallene Tuatha kehrte schon bald wieder ins Leben zurück. Denn für die Feien ist der Tod ohne Bedeutung. Wie sollten wir gegen eine derartige Macht bestehen? 10 Jahre lang tobte der Krieg. 10 Jahre lang kämpften und starben die Armeen der Menschen und Alpha. Und als unsere Zahl schwand, wussten wir, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde. Unser Schicksal stand fest. Zumindest glaubten wir das. Bis ihr gestorben seid. Was glaubst du, haben wir hier? Ein Alpha? Varani? Ist vielleicht sogar ein J? Ist immer wieder spannend, nicht wahr, Guran? Konzentrier dich auf die Arbeit, Junge. Es ist egal, was es ist. Tod ist tot. Und wir sollten auch heilfroh sein, dass wir hier nichts anderes sehen. Na los, jetzt zieh schon das Laken weg. Denn was immer das hier auch sein mag, es muss in unseren Bericht.
Na sowas. Sieht nach einer Doc Kalfa aus. Und sie ist ziemlich gut erhalten. Das wäre geklärt. Stell sicher, dass es auch im Bericht steht. Er will alle Details, das weißt du. Erstaunlich, wie gut der Körper erhalten ist. Das ist bislang der beste von allen. Ich bin nur froh, dass er sich nicht rührt. Muss ein richtiges Glückskind gewesen sein zu Lebzeiten. Brauchen wir sonst noch was? Sofern du nicht vorhast, ihm einen Namen zu geben, sind wir hier fertig. Schaffen wir ihn zu den anderen. So, das war's für dich. Vielleicht läuft's beim nächsten Mal besser. Thank you.
Sie sind überall. Lauft! Flieht, Kinder des Staubs! Flieht vor der Macht der Tuatha! Weg mit euch! Irgendjemand muss mir helfen! Ihr da! Ihr dort oben! Bitte helft mir! Bitte! Kommt raus, kleines Ungeziefer! Noch mehr Stärke! Also, wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt, Augenblick, ich habe euch schon mal gesehen. Auf der Bahre, ihr wart tot. Es hat funktioniert. Bei den Büchern, es hat funktioniert. Ihr lebt. Nun ja, ihr seid gestorben. Ich weiß nicht wie und noch nicht einmal wo. Aber euer Körper wurde im Seelenquell neu erschaffen und irgendwie hat es funktioniert. Der Quell hat eure Seele wieder in euren Körper versetzt und es hat funktioniert. Wir müssen euch unverzüglich zu Professor Hughes bringen. Er wird einige Fragen an euch haben. Zweifellos. Aber wir müssen zu Hughes. Er müsste in seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss sein. Die Tuatha dringen durch die unteren Ebenen ein. Wenn wir uns beeilen, müssten wir vor ihnen oben sein. Nehmt diese hier. Sie werden euch helfen, lange genug zu überleben, um Hughes zu erreichen. Und nun, lasst uns gehen. Der Seelenquell ist gleich dort vorne. Ihr werdet schon sehen. Und er funktioniert. Er hat euch ins Leben zurückgeholt. Wir werden später genügend Zeit für Erklärungen haben, aber jetzt müssen wir uns auf den Weg machen. Du meine Güte, ihr wisst es nicht? Der Vorgang hat vielleicht eure Erinnerungen beschädigt. Sie sind die Tuatha De Jorn, die Feinde aller jungen Völker. Wir haben sie noch nie so weit im Landesinneren gesehen, nicht einmal während der Invasion. Ich weiß nicht, warum sie hier sind. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Als wir euren neuen Körper aus den Wassern des Quells gezogen haben, war nicht die geringste Spur von Leben in ihm. Also haben wir ihn einfach mit den anderen in den Ofenraum geworfen. Was wir natürlich nie getan hätten, wenn wir es gewusst hätten.
Er müsste in seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss des Turmes sein. Zumindest hoffe ich, dass er dort ist und in Sicherheit. Ich kümmere mich kurz um diese Tür und schon können wir los. Hier entlang. Geht vor. Das ist es, worauf Sie es abgesehen haben. Unsere größte Erfindung, der Seelenquell. Stellt euch das nur vor. Ein Ende des Krieges. Ein Ende des Todes. Wir sind in einem der Lagerräume. Seht nach, ob ihr irgendetwas Nützliches findet. Moment mal. Habt ihr etwas gehört?
Vergiss den Schmerz, Sterbliche! Nur dieses Schwert. Der dort hatte doch einen Bogen. Holt ihn euch! Sind Bogenschützen. Schaltet sie aus, bevor sie uns sehen. Eure Geschichte endet hier. Es ist zwecklos. Tiernach! Thank you.
Dolche sind tödlich. Wenn es euch gelingt, einen Gegner zu überraschen, ihre Geschwindigkeit macht ihre geringe Größe mehr als wett.